Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Just One vor. Bei Just One geht es darum, Begriffe zu erraten, mit Hilfe der Hinweise, die einem die Mitspieler gegeben haben. Just One ist ein kooperatives Assoziationsspiel von Autoren Ludovic Rudi und Bruno Sauter mit Illustrationen von Eric Asaguri. Es ist für 3 bis 7 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 20 Minuten und bei Repos im Vertrieb von Asmodee erschienen. In der Schachtel finden sich einige Tafeln und Stifte sowie jede Menge Karten. Jeder Spieler erhält eine Tafel und einen Stift. Von den 110 Karten werden 13 zufällig rausgesucht. Jetzt kann es schon losgehen. Bei Just One versucht ein Spieler auf ein Wort zu kommen, für welches er von jedem Mitspieler jeweils ein anderes Wort als Hinweis erhält. Der aktive Spieler nimmt die oberste Karte und stellt sie so in seine Tafel, dass er die Begriffe selbst nicht sieht und nennt eine Zahl. Sagt er hier zum Beispiel 2, so geht es diese Runde um den Begriff Zirkus. Die Mitspieler müssen nun jeweils einen Begriff auf ihre Tafel schreiben, der als Hinweis auf den gesuchten Begriff dient. Sie dürfen sich dabei aber nicht absprechen. Man könnte zum Beispiel Clown oder Zelt schreiben. Der aktive Spieler schließt die Augen, die Mitspieler decken dann ihre Begriffe auf. Gibt es Doppelungen, so wie hier 2-mal Clown, so kommen diese Hinweise aus dem Spiel. Dabei reicht es auch aus, wenn ein Wortteil gleich ist. Manege und Manegenboden schalten sich zum Beispiel auch gegenseitig aus. Der aktive Spieler muss nun versuchen, aufgrund der restlichen Hinweise auf den gesuchten Begriff zu kommen. Rät er den Begriff richtig, so kommt die Karte auf den Punktestapel. Liegt er falsch, so kommt die Karte plus die oberste des Nachziehstapels aus dem Spiel. Man kann auch auf das Raten verzichten, dann kommt nur die aktive Karte aus dem Spiel. Nach maximal 13 Durchgängen endet das Spiel und je nachdem, wie viele Karten die Spieler auf dem Punktestapel haben, haben sie besser oder schlechter abgeschnitten. Ja, Just One, würde ich sagen, ist so das Wortspiel, das kooperative Fun-Game des Jahres bisher zumindest. Also es ist, finde ich, ein absolutes Highlight. Das kam bisher in allen Runden super an. Alle hatten viel Spaß. Es ist ein tolles Spiel für große Runden. Man kann es bis zu 7 spielen, aber wir waren auch teilweise größere Runden, wo ein paar dann zugeguckt haben und auch die hatten Spaß. Also ich finde es wirklich sehr, sehr gelungen, einfach dieses, ich denke, du schreibst das Wort auf, deswegen schreibe ich lieber ein anderes Wort auf, damit wir nicht das gleiche haben. Dann wird geguckt, wir haben jetzt mal hier als Beispiel Flasche genommen, zack, 2 Leute haben hier Hals genommen. Ja, Mist, dann werden die umgedreht und derjenige, der den Begriff erraten muss, der muss die Augen schließen, während die anderen gucken, ob was doppelt ist und dann hört man schon so, oh nein, und als der erraten muss, denke ich, nein, ich habe zu wenig Hinweise, hoffentlich kann ich es überhaupt noch erkennen und es ist immer wieder toll zu sehen, mit wie wenig Hinweisen, die aber so unterschiedlich sind, man dann doch auf das richtige Wort kommen kann. Und das ist wirklich ein klasse Spiel, ist wirklich gut gelöst. Und auch dieses, okay, wenn ich mich nicht traue zu raten, dann verlieren wir nur diesen einen Punkt. Wenn ich mich traue zu raten und es ist falsch, dann verlieren wir noch einen zweiten Punkt. Und diese Abwägung, kann ich es riskieren zu raten oder lieber nicht, damit wir nicht noch einen Punkt verlieren, die ist auch nochmal ganz, ganz spannend und es ist einfach wirklich ein tolles Spiel. Es hat so vielleicht 3 kleine Nachteile, würde ich sagen. Das eine ist natürlich ein Problem, was eigentlich jedes Spiel, wo man was aufschreibt, hat. Diese Tafeln, die werden irgendwann nicht mehr so ganz richtig sauber. Da bleiben hier so Punkte dran, sodass man relativ schnell sich die Finger schmutzig macht. Auch dieser eine Art Radiergummi, der ist irgendwann schon ein bisschen verbraucht, sodass es mehr schmiert. Aber das lässt sich nicht lösen. Also das ist einfach bei jedem Wortspiel so. Deswegen finde ich, ist das so vom Material her völlig okay. Besser geht es halt einfach nicht. Was ein großer Nachteil ist, und das finde ich wirklich, also das stört wirklich, bei guter Beleuchtung am Tisch kann derjenige, der diese Karte dahingelegt hat, durch die Karte durchgucken. Also man kann, ich weiß nicht, ob man das hier vielleicht ein bisschen sehen kann, wenn das Licht von oben kommt und über den meisten Tischen kommt das Licht von oben, dann ist die Karte so dünn, dass man von der Rückseite die oberen 2,5 Wörter lesen kann. Und dann natürlich die unteren stehen auf diesem Tableau, die sieht man nicht mehr. Das ist natürlich ein großer Nachteil und das verstehe ich nicht. Die hätten die Karten einfach ein bisschen dicker oder ein bisschen mit noch einer Beschichtung innen drin machen müssen, dass man nicht durchgucken kann. Das ist
würde ich den auf jeden Fall empfehlen, für die Neuauflage zu ändern. Bei uns hat es massiv gestört, sodass wir entweder nur noch die unteren Wörter genommen haben oder wir haben uns beholfen, indem wir halt eine zweite Karte dahinter geklemmt haben. Klar, das geht, aber das ist nicht, also das sollte eigentlich, das ist etwas, was nicht sein sollte. Also da erwarte ich schon bei so einem Spiel, wo man auf keinen Fall das Wort sehen darf, um das es geht, dass die blickdicht sind, die Karten. Also das stört mich massiv. Ja, und das Dritte, was jetzt nicht störend war in den Runden, aber was uns aufgefallen ist, ist nicht ganz klar zu erkennen, welche Wörter verboten und welche erlaubt sind. Also klar, sowas wie, man darf nur ein Wort aufschreiben und nicht zusammengesetzte Wörter, das steht schon drin. Aber in manchen Fällen war nicht ganz klar, zum Beispiel, wann müssen die jetzt rausgenommen werden, weil das steht drin, wenn der gleiche Wortstamm da ist. Aber ab wann ist es jetzt der gleiche Wortstamm? Und so. Also es gab ein paar Fälle, wo wir dann einfach spontan entschieden haben, ja, kann drin bleiben oder nein, muss raus. Aber die Regel hat genau diesen Fall halt nicht hergegeben. Ich glaube, dass es schwierig ist, alle Fälle in die Regel aufzunehmen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass noch ein paar mehr Fälle einfach drinstehen, weil es ist nicht ganz trennscharf formuliert. Das hat aber überhaupt nichts am Spielspaß ausgemacht. Wir haben auch teilweise dann die Regeln ausgedehnt, dass sowas wie Heiliger Geist oder sowas aus zwei Wörtern besteht oder Namen, die aus zwei Wörtern besteht, dann auch erlaubt waren. Und hier kommt es einfach so ein Spiel, da kommt es nicht drauf an, jetzt ganz exakt nach Regeln zu spielen. Da kommt es echt auf diesen Spielspaß drauf an und der ist enorm. Und der ist wirklich, also es ist ganz, ganz fantastisch. Es ist kooperativ, es kommt so ein Gruppenfeeling auf, es macht Spaß. Es ist auch, also bei uns war es halt nie so, dass wenn einer das Wort nicht erraten hat, dass dann die anderen böse waren oder dass man jetzt gedacht hat, oh Gott, jetzt bin ich hier der Depp, der es nicht hingekriegt hat, sondern bei uns war das dann immer alles sehr wohlwollend und cool. Und also ich kann es einfach nur, dieses Feeling, was sich ergibt, wenn man es spielt, ist großartig und deswegen ist es ein Spiel, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, den Leuten, die gerne solche Wortspiele spielen, vielleicht auch die gerne sowas wie Codenames spielen und so, die sind hier sehr, sehr gut aufgehoben und es funktioniert eben sehr gut mit 7 Leuten. Mit weniger Leuten funktioniert es wie bei all diesen Spielen nicht ganz so gut. Es macht schon auch Spaß, also wenn man es zu dritt spielt, das ist die Minimalbesetzung, hat jeder 2 von diesen Dingern zum Wörter aufschreiben. Dann weiß man natürlich schon mal, okay, die beiden sind auf jeden Fall nicht gleich. Aber dann ist nicht mehr so gut dieses Feeling da von, ah, was schreibst du wohl auf und ich muss unbedingt was anderes nehmen und die Wörter eliminieren sich. Das ist bei 7 Spielern natürlich größer. Bei 4 Spielern ist es am schwierigsten, weil ja dann nur 3 Leute Begriffe aufschreiben und wenn davon noch 2 einen gleichen aufgeschrieben haben, bleibt nur ein Wort übrig und dann wird es fast nicht mehr schaffbar. Es macht trotzdem Spaß, aber dieses tolle Gruppenfeeling, das kommt erst so wirklich ab 6 oder 7 Leuten auf. Also da ist es dann wirklich, da entfaltet es praktisch die volle Wirkung. Aber insgesamt ein tolles Spiel, ich kann es empfehlen und ich hoffe, sie machen die Karten noch ein bisschen dicker oder blickdichter, sodass dieses Manko auch noch weggemacht wird. Ja, dann hoffen wir konnten euch einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal!